Mesas! Und damit herzlich willkommen zurück. Saß. Und es geht tatsächlich noch weiter, unglaublich. Oh Gott, der ist viel zu riesig, guck mal. Ach moin! Happy Birthday! Ich jetzt nochmal mit irgendwelchen, mit was soll das darstellen? Stein? Ja, Granit. Ganz kurz, was soll jetzt noch kommen? Jetzt wird er zum Mega-Schlachten. Jetzt wird er zu Lugia oder sowas. Und fliegt einfach alles tot. Am besten, ja, wirklich. Kann ich dich ernsthaft noch an die Leine nehmen? Und vielleicht klonen. Flügel. Wir haben jetzt so eine Armee von Kiefern. Und dann die Klonmors. Angriff der Klonmors. Oh oh. Wir brauchen wieder ein V. Ne, wir brauchen nichts. Das war ein bisschen. Ups. Yep. Timing! Wo ist der Matrix-Move? Da ist er. Geht doch. Na, wieder okay, hier müssen wir gleich die kaputt machen. Wir müssen hier gleich wieder fliegen. Guck mal, sieht man oh, da rechts. Nein. Habe ich gar keinen Nerv zu, wenn ich ehrlich bin. Das war bis jetzt das Schlechteste. Jetzt, die haben jetzt jedes Level einen einzelnen Aspekt gemacht. Jetzt muss man alle kombinieren. Das ist doch logisch. Ja, ich denke mal. Aber was soll danach kommen? Ja. Lugia. Mewtwo. Mewtwo war viel besser als Mew. Überhaupt die 100, ersten 150 waren die besten. Jupp. Das waren doch die Köder für die Würmer. Nein, das sind die, um die Maschine hinauszuschalten. Nein, das waren die Köder für die Würmer. Die um die Maschinen auszumachen, die haben so einen elektrischen Impuls um sich gehabt. Oder für Maw. Nein, das waren die Köder für die Würmer. Du an die ich jetzt nicht mehr rankomme. Da waren noch andere. So. Auf den Stein drauf. Aber. Nein, der rückt die aus. Und nu? Ja, du musst mit denen auf den Stein da. Auf den Stein. Und dann springt der Wurm da drauf. Dann frisst der Morty und dann wirst du zum Heißluftballon. Ja, da sind aber keine Flieger. Guck mal. Nachdem er sich ja ausgetobt hat an der Rutsche. Einfach schon mal drauflegen. Irgendwann kommen sie. Ach, ich nehme den einfach mit. Vielleicht. Ja, ich prügel den noch mal ein bisschen. Eselschwert. Also gehen wir einfach weiter. Häng dich doch wieder an diese Fliegen dran. An diese Maden. Ich habe jetzt erstmal eine Waffe. Ich guck mir erstmal alles an. Guck mal, hier sind jetzt wieder diese Maden, an die du dich dranhängen kannst. Da ist dann auch wieder so ein Ding dran, womit du einen Generator kaputt schlagen kannst. Und hier ist erstmal Nahrung für Maw. Okay, ab dafür! Nicht zubeißen! Das war knapp. Leicht. Ich habe ein treues Maw. Ja, ja, ja. Wir no. werden sehen. Wir werden sehen. Mehr Futter? Überall Futter. Ich muss hier nachher noch überall langlaufen. Überall Schluchten, ey. Was ist das hier für ein endlos hohes Gebiet? Also ich glaube, da wirst du nicht mehr so durchmogeln können wie bei dem Weil schon bei dem Fluglevel. Ich fürchte auch. Ein Fehler wird fatal sein. Oh Gott, wo will mich das Spiel denn noch hinführen? Vielleicht hier hin? Man weiß es nicht. Vielleicht musst du jetzt auch mal selber nachdenken. Nö. Siehste, das Spiel macht das für mich. Ja, oh mein Gott.
Da ist der Wurm. Okay, es ist nur ein Wurm. Ich dachte, es wäre irgendwie... Okay, wink mit dem Zaunfall. Wenn ich wieder rauskomme. Falls. Ja, jetzt hast du seine Glühkugel. Der Energiestab. Ballack. Ist hier noch irgendwas? Ja. Hallo. Bist du immer hier gefangen? Legendäres Ende. Eingesperrt. Nee, hier kommt noch einer, warte. Maa! Achso, okay, gut. Okay. Das ist jetzt wieder seine Kugel. Bums. Mach ich gleich noch mit dem anderen. Einfach weil ich's kann. Weil es so viel Spaß macht. Oh Gott, der läuft mir hinterher. Du hast verpasst. Guck mal, wie groß Maw ist. Es leckt gerade. Kein flüssiges Bild. Warum auch immer. So. So, Kollege. Freund Blase. Dankeschön. Nehme ich. Bam. So. Jetzt. Mein liebes Morlein. Ich spiele auch durchaus für Jüngere. Brauchbar. Warum? Meinst du? Weiß ich nicht. Also niedliche Grafik und niedliches Spielprinzip. Es ist nicht gerade schwer. Es wird einem anders gesagt. Also nicht. Einige Stellen sind noch nicht gut getriggert. Also von der Erklärung. Also das ist teilweise ein bisschen umständlich. Aber vom Prinzip her ja. Ja, dass man eben, dass einem auch immer gesagt wird, was man, wann man es drücken soll. Wie jetzt zum Beispiel bei dieser Flugphase. Da kommt er, guck mal, der gierige Hund. Mit seinem kleinen Pimmel da, guck mal. Ja, und? Pöng! Und jetzt wird er wieder zum Luftballon. 99 Luftballon! Die Musik ist cool. Ja, und jetzt flieg! Ich hab mal eine Idee, mal gucken, ob ich die Sendestation kaputt kriege. Yep. Aber jetzt, wo der größer ist, fliegst du ja auch höher. Stimmt. Tatsache. Die Musik ist cool. Jetzt singen so Frauen. Okay. Frauen machen die ganze Zeit. Das ist voll cool. Darauf stehst du. Frauen, die bei mir ba-ba machen. Natürlich stehe ich da drauf. Da oben wäre bestimmt so das goldene Viech oder so. Aber den brauche ich nicht. Hier, Morlein. Lecker Happa Happa für den Papa. Bam. Mesas. Stimmt. Da war was. Saß. Da kommt man bestimmt hoch, irgendwie. Irgendwie, ja. Vielleicht gehst du auch eben da hinten hoch und benutzt diesen Luftstrom da. Muss ja nicht auch schon überlegt, aber... Wo ist er hin? Da. Ja, wo ist er hin? Der leider nicht funktioniert. Schade. Vermutlich muss man von da oben da weiterfliegen, verstehst du? Ja. Ja, muss man. Irgendwo muss man auf diese Höhen kommen und das schaffen wir jetzt. Was ist das für ein Laser? Man weiß es nicht. Aber da sind Schnecken. Nom nom nom. So, jetzt soll eine Barriere da sein. Ich hab von vorhin erstmal nur die beiden Streifen gesehen, da dachte ich, zwei Laser. Zwölf von 30, das heißt, es gibt diesen Level verdammt wenig. Oh Gott, der wird monströs, echt. Ja. Ach, schon aufgefallen? Das nimmt echt ungeahnte Ausmaße an. Das heißt nicht Ballon. Okay, hier geht's nicht weiter. Da können wir rüberspringen. Das weiß ich genau. Kombiniere, kombiniere. Millimeter. Kombiniere, kombiniere. Nee, die hat die Gefäße. Okay, genau dann. Ich schaff das. Tada!
Haben abgekürzt. Weil ich so schön bin. Nee, nicht wirklich. Ich sehe aus wie... Was denn Lügen verstrickt? Ja, ich sehe aus wie Gronkh. Das wäre ja fast doch ein Lob. Was ist kaputt? Der ist voll hässlich, der Typ. Ich das eh mal aus Prinzip alle Abo-geilen Let's Player. 21. Was hast du gesagt? Ich disse aus Prinzip immer alle Abo-geilen LPer. Also, dich selbst auch. Ich bin nicht Abo-geil. Abonniert mich! Nein. Ich mach das nur aus Liebe zu euch, weil ich weiß, dass ihr euch damit was Gutes tut. Ja, ja. Für eure Gesundheit. Oh Gott. Ja. Eine stille Drohung an euch. Übrigens, Lenio geht immer als Hausfrau verkleidet über die Märkte und sprüht den Ehegerreger auf das Gemüse. Um mich mal selber zu zitieren. Ne? Ja. Das war übrigens ein Zitat von einem kleinen Bericht, den ich mal geschrieben habe. Zu Ehek. Ein Bericht. Keine Satire, nein, nein. Lalala. Er hat natürlich alles auf Osama Bin Laden geschoben, damit Osama, der selbst fein raus ist, aber. Natürlich, Osama war's. Kann man diese kleinen Viecher eigentlich auch töten, bestimmt. Ach, wenn's, solange es nicht nötig ist. Ach, ey, Schnickschnack. Hier könnte man weiterfliegen und da hochkommen und dann die ganzen Bonus holen, die ich aber nicht holen will. Ist euch mal aufgefallen, was das für ein massiver Luftballon jetzt ist? Ich merke das gerade erst. Ja. Der nimmt ja wirklich extrem. Wie das von außen aussehen muss, ey. Jetzt aber. Vielleicht komm. Muss man aber von oben. Was willst du mit den Viechern? Die machen das nicht. Doch, gib die Mord zu fressen. Ja, dann platz ja. Vielleicht ist das ja der Sinn dieser riesigen Klippen. Ich weiß es nicht. Okay, wir fliegen da mal lang und lassen uns mal drauf ankommen. Ich dachte mal, nur hier ist der Bonus. Ja, kann aber auch gut sein. Und wenn es so ist, dann haben wir eben einen Bonus bekommen. So schlimm nun auch wieder nicht. Okay, das ist wohl eher, scheint eher ein Bonus zu sein, aber. Bumm. Kein einziges Viech drin? Ist ja wohl die Wahrheit. Sehr mager. Sparsam, ja. Das war, ja. Da oben hin, ne? Oder wo? Ah, da, guck mal. Wie komme ich da hin? Da wird raucht. Komme ich hier rüber? Da ist so was, da ist doch so ein Luftstrom. Da kommst du rüber. Ah, ich sehe ihn ja gerade erst. Den habe ich vorher gar nicht registriert. Stimmt. Ja, dann komme ich zu Mutter Natur oder wie auch immer sie heißt. Was wohl passiert, wenn man diese großen Fähigkeiten, die er kriegt, wenn man die kombiniert? So, und jetzt kriegt man ja die Fähigkeit, dass man diese Dinger elektrisch macht und damit der ganze Tod. Vielleicht wird er jetzt die doppelte Fähigkeit oder kriegt er nur eine von beiden? Ja, immer nur eine. Eine von allen beiden. Das ist schade. Das wäre wirklich noch cool gewesen. Damit hätten wir jetzt noch 2-3 Stages machen können. Mit Kombinationen der Fähigkeiten. Okay. Das ist auch ein bisschen wie Kirby, ne? Nein, nicht so gut, weil bei Kirby kann man auf zum Beispiel auf der N64-Version ja. Kann man, yay. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Ne? Kennst du das, Kirby in the Crystal Shards? Für N64? Da hat man, das Geile ist, es gibt irgendwie 50 Fähigkeiten oder so was. Nicht 50 nicht, aber so 20. Man konnte doch immer zwei kombinieren. Genau, oder? Ja. Das war richtig das, geil. Ja, da, boah, ja, das war so göttlich. Also, dass man immer einen eingesaugt hat. Dass man dann die Fähigkeit genommen hat, das fand ich ja schon super geil, aber... Das, wenn man die kombinieren konnte, ja. Headshot! So, bums. Weiter oh, wir haben nur viel, wir haben wieder nur... Reicht locker. Oh, komm mit, Mao, zu tun. Boah, jetzt gehe ich aber ganz schön langsam, ist euch das mal aufgefallen? Er bremst ganz schön, der dicke Klub. Wenn du Luftballon bei dir da dran kleben hast. Egal, ich gehe alleine weiter. Wunders. Ja, moor. Muss ich dich an alleine führen, damit es weitergeht? Jupp.
14 Minuten, das ging wieder ein bisschen schneller. Ab dafür ja. Auf den Teller. Ja, auf Wiedersehen. Aufnahme läuft noch, oder? Ja, auf Wiedersehen! Ja.